Moin, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Freunde vom Blauen, vom Don, von La Familia. Aber erstmal, wie immer, müssen wir mal den Bart machen, ne, damit das gut aussieht. Heute haben wir. Moment. Sieht man's? Tag des Popcorns. Ich habe schon mal angefangen. Ich habe schon ein bisschen Popcorn gegessen. Heute wollen wir alle mal ein bisschen gepufften Mais essen. Die Industrie möchte das so. Der Ami möchte das so. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist. Aber im internationalen Tag des Kalenders kuriose Aktions- und Feiertage steht heute Tag des Popcorns. Also, esst heute Popcorn. Schaut nicht auf die Kalorien. Denn vorgestern haben wir darüber gesprochen, werft eure guten Neujahrsvorsätze über Bord. Egal wann ihr anfangt, Vorsätze sind Vorsätze. Brauche ich nicht das neue Jahr für. Wenn ich jetzt sage, ich will anfangen abzunehmen, nehme ich ab. Dann brauche ich nicht den 31.12. am 1. Januar einen Jahreswechsel. Oder ich möchte Sport machen. Das kann ich auch jederzeit machen. Also diese Vorsätze sind absoluter Killefick. Und Tag des Popcorns. Jeder mag Popcorn. Abgesüßt, gesalzen. Kino ohne Popcorn oder Tacos geht gar nicht. Da gehört noch eine ordentliche Cola dazu und noch eins hinweg, ganz zum Schluss. Hier ist alles unbezahlt. Wir kriegen diese Werbung, wenn wir diese kuriosen Tage machen, nicht bezahlt. Habt euch gut. In diesem Sinne hören wir uns übermorgen wieder mit folgendem Moment. Internationaler Tag der Jogginghose. Da können wir über Karl Lagerfeld palabern. Was der davon hält. Habt euch gut. Bis dann. Ciao.